Mode ist ein immerwährendes Spiel der Verwandlung, ein Spiel mit der Silhouette und der Außenwirkung. Der Modedesigner stellt diese Mittel zur Verwandlung zur Verfügung. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Silhouette im Raum zu inszenieren. Dabei ist Licht unser wichtigstes Stilmittel. In der Bildgestaltung geht es auch um die Konzentration auf das Wesentliche. Und das bedeutet weglassen. Weglassen der Elemente, die nicht zur Bildaussage beitragen. In der Nachbearbeitung geht es um die Harmonisierung des Bildes. Neben der nötigen Retusche bedeutet das zunächst Anpassen der Helligkeiten und Kontraste. Aber auch Entfernen störender Elemente, die nicht zur Bildaussage gehören. Und nicht zuletzt natürlich die farbliche Harmonisierung. Wenn mehrere Bilder eine Geschichte erzählen sollen, ist es sehr wichtig, einen einheitlichen Farblook zu kreieren. So wie eine Modekollektion ein Thema hat, soll auch die Bildergeschichte zusammenhängen.